Shalom, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Die israelische Armee hat Erfolge bei ihrem Militäreinsatz im Gazastreifen gemeldet. Die Truppen kämpften erneut im Zentrum des Küstengebiets. Nachdem die Soldaten diesen Bereich vor einigen Wochen verlassen hatten, operierten dort erneut Kämpfer der Hamas und des islamischen Dschihad. Nach Armeeangaben wurden bei einem Überraschungsangriff Dutzende Islamisten getötet. In der Stadt Rafah im südlichen Gazastreifen stießen die israelischen Kämpfer auf Waffen und Munition, die in Gebäuden und Tunneln versteckt waren. Mehrere große Tunnel wurden gesprengt. Drei der vier verbliebenen Hamas-Bataillone in Rafah seien stark geschwächt oder vernichtet, hieß es. Einzelkämpfer und kleine Gruppen feuerten jedoch noch immer Raketen auf Israel ab. In Israel vergeht kaum ein Tag ohne Massenproteste, die immer häufiger in gewaltsamen Auseinandersetzungen mit der Polizei enden. Bei den wöchentlichen Demonstrationen für die Freilassung der Geiseln und gegen die Regierung Netanyahu blockierten die Teilnehmer in mehreren Städten wichtige Straßenkreuzungen. In Tel Aviv zündeten Regierungsgegner Feuer auf der Straße an und forderten den Gewerkschaftsbund auf, einen Generalstreik auszurufen. In Jerusalem gingen Zehntausende Ultraorthodoxe auf die Straße, um gegen ihre Einberufung zum Militärdienst zu protestieren. Die Polizei setzte Wasserwerfer ein. Mehrere Beamte wurden bei den Krawallen verletzt. Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock hat bei ihrem jüngsten Besuch in Jerusalem die israelische Regierung in ungewöhnlich scharfer Form kritisiert. Zunehmende Siedlergewalt verbreitet im Westjordanland Angst und Schrecken und gräbt immer tiefere Gräben des Hasses. Sollten nun weitere Siedleraußenposten legalisiert werden, ist das nicht nur völkerrechtswidrig, es ist auch sicherheitspolitisch unverantwortlich. Unter Freunden muss man dafür klare Worte finden. Ein israelisches Passagierflugzeug musste in Antalya in der Türkei einen unplanmäßigen Zwischenstopp einlegen. Grund war ein medizinischer Notfall an Bord. Was in der internationalen Luftfahrt eigentlich ein Routinevorfall ist, wurde für Passagiere und Crew des El Al-Flugzeugs zum Problem. Das Bodenpersonal habe sich geweigert, das israelische Flugzeug aufzutanken, heißt es in einer Mitteilung der Fluggesellschaft. Niemand durfte das Flugzeug verlassen. Nach einigen Stunden flog die Maschine schließlich nach Rhodos. Auf der griechischen Insel erhielt sie genügend Kerosin, um sicher nach Hause zum Ben-Gurion-Flughafen zu gelangen. Die Türkei gehört zu den schärfsten Kritikern des israelischen Militärs. Alle Direktflüge zwischen den beiden Ländern wurden zu Beginn des Gaza-Kriegs eingestellt. Und wie immer schauen wir noch kurz auf das Wetter im Heiligen Land. Das bleibt sommerlich heiß, mit viel Sonnenschein. In Jerusalem werden 29 Grad erreicht, in Tel Aviv 32 und am See Genezareth 38 Grad. Soweit unsere Meldungen der Woche. Wir wünschen Ihnen eine gesegnete Zeit.